Das Thema Geschwindigkeit ist heute unser Thema. Wir sind in der siebten Klasse und überlegen uns, was heißt Geschwindigkeit wirklich? Nebenbei, das Formelzeichen heißt klein v, groß V war ja das Volumen, V ist gleich S durch T. Jetzt müssen wir uns das wieder ein bisschen blöde merken. V, das ist Englisch Velocity. Da kann man sich das noch einigermaßen merken. T wie Time, das geht auch. Aber ich weiß kein englisches Wort für S. S wie ja, Strecke. Müssen wir in diesem Fall mal Deutsch nehmen. Das heißt also, V ist S durch T, bedeutet, die Geschwindigkeit heißt, je mehr Strecke ich in einer bestimmten Zeit zurücklege, umso größer wird die Geschwindigkeit. Aber das gucken wir uns mal anhand eines Beispiels an. Wir haben so ein altes Auto, was gerade die Landstraße lang donnert. Und man könnte Folgendes sagen, wenn da zum Beispiel eine Strecke von 25 Metern daran steht und wir messen die Zeit hier und das entspricht nur einer Sekunde. Das heißt, der ist so schnell, dass der die 25 Meter in einer Sekunde zurückgelegt hat. Dann kann man wieder mit dieser Formel hier ganz einfach frei arbeiten und kann sagen, V ist 25 Meter in einer Sekunde. Naja, das ist doch schön. Hier hat sich das Ergebnis praktisch schon bestätigt, weil durch 1 kann ich mir schenken, dann schreibe ich das als 25 Meter pro Sekunde. Peng. Jetzt kennt ihr aber alle einen anderen Tacho beim Auto. Da steht Kilometer pro Stunde. Das heißt, wir müssten überlegen, wie viel Kilometer wird dieses Auto in einer Stunde zurücklegen. Da müssen wir eben eine Stunde lang messen und dann auf den Kilometerzähler gucken. Das ist der ganze Haken. Das heißt also nochmal in Kilometer pro Stunde, dann warte ich genau eine Stunde ab, dann messe ich nicht so, wie die Polizei misst, sondern warte ich praktisch die eine Stunde ab, wenn ich wissen will, wie schnell ist das Auto in der Stunde. Und wenn ich es dann sehe, das hat genau meinetwegen 90 Kilometer zurückgelegt in einer Stunde, dann ist die Geschwindigkeit ganz einfach. Dann wäre also dieses Beispiel dann V ist gleich 90 Kilometer pro Stunde. Pro schreibt man nochmal als Bruchstrich, ne? Meter pro Sekunde und Kilometer pro Stunde. Und jetzt haben wir eigentlich auch schon wichtige Einheiten, also was wir uns dann später rausschreiben können. Das wäre also V als Formelzeichen und meistens in Kilometer pro Stunde. Das ist so der tägliche Sprachgebrauch, beziehungsweise auch durchaus in Meter pro Sekunde. Wenn es um Windgeschwindigkeiten geht, nimmt man Meter pro Sekunde. Wenn es um Fliegerei geht, meistens auch. Das ist das ganze Geheimnis der Geschwindigkeiten. Jetzt müssen wir uns aber, Moment, erst noch einer Frage widmen. Gut, also ich wurde nochmal darauf hingewiesen, dieses kleine s hier, das muss wirklich ein kleiner Buchstabe sein, klein t auch. Ich möchte aber nicht so ein Schreibschrift-S schreiben, das macht sich in physikalischen Formeln sehr schlecht. Gut, also klein v, klein s, klein t, alles kleine Buchstaben. Ich schreibe es nochmal dahin, damit man sich das besser merkt. Kleine Buchstaben in diesem Fall. Gut, noch irgendwelche Fragen? Jetzt mal zu typischen Geschwindigkeiten. Typische Geschwindigkeit, die wir in Kilometer pro Stunde oder Meter pro Sekunde angeben. Typische sind, also ich schreibe mal das Wort hin, typische Geschwindigkeiten. Eine typische Geschwindigkeit ist zum Beispiel V. Ich habe das V jetzt mal ein bisschen größer geschrieben, damit ich den Index Fußgänger besser rankriege. Ein Fußgänger geht ungefähr 5 Kilometer in der Stunde, wenn er sich nicht allzu doll beeilt. Wenn er einen schönen straffen Schritt drauf hat, dann geht es auch bis 6, 7 Kilometer pro Stunde. V eines Fahrradfahrers, der nicht hetzt, ist ungefähr, ich müsste eigentlich immer rund schreiben, weil das ja immer von Person zu Person unterschiedlich ist, 20 Kilometer pro Stunde. V eines Autos, aber in der Stadt oder schreiben wir im Ort, wäre 50 Kilometer pro Stunde. Das ist eine sehr wichtige Geschwindigkeit, denn Fußgänger verlassen sich darauf, dass das Auto nicht schneller fährt. Wenn das Auto schneller fährt und man sieht das Auto von fern und denkt, man schafft es noch, dann ist meistens blöd. Gut, eine typische Geschwindigkeit eines Autos auf der Autobahn ist eine Richtgeschwindigkeit, so sollten die Autos fahren. Ach nee, nicht A, sondern ich schreibe mal BAB, Bundesautobahn. Das wäre eine Richtgeschwindigkeit von 130 km pro Stunde. Man darf,
wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung dasteht, schneller fahren. Noch eine typische Geschwindigkeit. Ah, da gibt es eine Frage. Klar kann man langsamer fahren, aber nicht unter 60 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn. Aber jetzt noch eine andere Frage. Typisch. Frau eines Joggers. Jetzt hängt es wieder von der Beinlänge und vom Ausdauervermögen ab. Ist ungefähr, aber so 12 Kilometer pro Stunde. Ungefähr. Jetzt könnte man ja überlegen, ein Jogger, okay. Und was ist mit so einem richtigen knallharten Ausdauersportler? Aber das können wir dann alles noch ausrechnen. Dann staunt man manchmal, wie schnell die Leute doch sind. Oder wie schnell der Weltrekordler im 100-Meter-Lauf ist. Und so weiter und so fort. Solche Dinge. Das sind typische Geschwindigkeiten im täglichen Leben. Jetzt kommt noch eine typische Geschwindigkeit. Und zwar V-Schall. Die Schallgeschwindigkeit, und jetzt kommt's, bei normaler Luft ist 330 Meter pro Sekunde. Und dazu machen wir mal einen ganz kurzen Versuch. Na, der Versuch, der war einfach. Wir haben einfach bloß Folgendes gemacht. In ungefähr 40 Meter Entfernung stehen Häuser. Und wir haben nur eins gemacht, um die Schallgeschwindigkeit mal nachzuweisen. Wir haben hier etwas knallen lassen. In diesem Fall war es ein Schullineal oder mal in die Hände klatschen. Das heißt, Klack hat es gemacht und wir haben hier unsere Löffel aufgesperrt und haben das Klack erst hier wieder gehört. Das heißt, wir hatten die doppelte Strecke. Und das hat man deutlich gehört, dass da ein Unterschied war, nämlich von Klack zu Zurückklack. Muss man natürlich dann überlegen, das war die doppelte Strecke, einmal hin, einmal her. Da konnte man merken, dass der Schall wirklich rasend schnell ist. 330 Meter pro Sekunde. Wie kann man das im Sommer ausgezeichnet nutzen? Was ist denn, wenn ich sage, ich lasse 3 Sekunden vergehen? Dann habe ich doch 990 Meter, ne? Das ist fast ein Kilometer, stimmt? Nochmal. Also, wenn ich sage, ich nehme nochmal V-Schall und ich... Jetzt kommt das Thema, so eine Art wie erweitern. Ich nehme die 330 Meter pro eine Sekunde und jetzt sage ich, das nehme ich mal 3, also muss ich auch hier mal 3 sagen. Das heißt also, in 3 Sekunden 990 Meter, könnte ich auch sagen. 990 Meter in 3 Sekunden. Und das ist fast ein Kilometer in 3 Sekunden. Wie kann man das im Sommer nutzen? Eigentlich ganz einfach. Man sitzt beim Grillen und guckt und sagt, oh, da hinten, da sind ganz dicke Wolken und tatsächlich, da fährt ein Blitz in die Erde. Dann fängt man an zu zählen und sagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peng, jetzt habe ich das gehört. Das heißt also, es sind 9 Sekunden vergangen. 9 Sekunden? Und jetzt gibt es eine Faustformel, wenn man sagt, das hier ist ungefähr ein Kilometer, rund ein Kilometer, das ist ja ausreichend genau. Dann sage ich, Moment, durch 3 und ich habe 3 Kilometer Abstand. Das heißt, ich sehe den Blitz, fange an zu zählen in Sekundenrhythmus, habe 9 Sekunden gezählt, teile durch 3, dann habe ich automatisch den Abstand bis zum Gewitter. Das entspräche dann rund 3 Kilometer. Und so kann man das auch mit anderen Ereignissen machen, geht auf jeden Fall ganz gut. Gibt es eine Frage? Ja, wir setzen noch einen drauf. Wir haben das gerade eben besprochen. Wir nehmen jetzt mal die allerschnellste Geschwindigkeit, die es gibt im ganzen Universum. Und das ist die Lichtgeschwindigkeit. Das ist auch eine typische Geschwindigkeit. Die sollte man wirklich wissen. V-Licht ist 300.000 Kilometer. Das ist 7,5 Mal um die Erde. Achtung, nicht pro Stunde, pro Sekunde. Das heißt, wenn man sich das vorstellt, wenn das Licht gekrümmt wäre, dann hieße das in einer Sekunde 7,5 Mal um die Erde herum. Von jetzt auf dann. Also Klack, Start, Ende. Start, Ende. 7,5 Mal um die Erde herum, wenn es ginge. Hier gibt es eine Frage. Und trotzdem hat man die Lichtgeschwindigkeit, die ist immer noch langsam, man hat die sogar schon 1789, glaube ich, gemessen. Also um die Zeit der Französischen Revolution rum, hat das ein Franzose gemacht. Die hatten nämlich damals früher solche Türme. Oh, was macht der denn? Die hatten früher solche Telegraphentürme, sagte man. Das waren einfache Türme und obendrauf war ein Mast. Und auf diesem Mast waren so Winkzeichen.
Und da, die haben also praktisch hoch und runter geschwungen und da konnte man sich mit einem bestimmten Alphabet verständigen, von Turm zu Turm. Das war nicht allzu weit, denn, und bei Nebel war gar nicht los, ne? Wenn Nebel war, haben die sich nicht mehr gesehen. Hatten sie hier solche Winkzeichen, aber um die Winkzeichen ging es gar nicht. Denn der Mann, der hat die Winkzeichen genommen und hat gesagt, ich mach mal was. Ich lass mal hier eine Lampe strahlen und hier drüben habe ich einen Spiegel. Und wenn ich das Licht hier wieder zurückkommen sehe, ja, dann muss das ja eine gewisse Zeit gebraucht haben. Und das hat er gemacht, indem er eine Scheibe genommen hat. Und diese Scheibe, die hatte immer Ausschnitte. Und wenn er die Scheibe entsprechend schnell gedreht hat, dann konnte er tatsächlich durch den Ausschnitt entweder mal nichts sehen, dann war eben kein Ausschnitt da, sondern dann war dieses Rad so gestellt, dass gerade als das Licht zurückkam, blöderweise so ein schwarzer Flügel davor war. Und damit hat er die Lichtgeschwindigkeit schon relativ genau dargestellt auf rund 200.000 Kilometer pro Sekunde. Das war damals erstaunlich, also das konnte man gar nicht glauben. Aber das ging. Mit der Messmethode werden wir uns nochmal auseinandersetzen, mit der Stroboskopmethode. Das machen wir nochmal. Das war aber damals. Mittlerweile kann man es genauer, also die 300.000 Kilometer pro Sekunde ist eine typische Geschwindigkeit, die brauchen wir. Tja, wie ermittelt man jetzt aber wirklich Geschwindigkeiten? Das mit dem Auto, das war leicht. 25 Meter in einer Sekunde oder eine Stunde warten und einfach 90 Kilometer ablesen, das geht leicht. Aber was macht zum Beispiel die Polizei, wenn die, nehmen wir wieder unser Auto, wenn die sagt, wir haben hier eine Messstrecke, jetzt von oben auf die Straße geschaut, und bei dieser Messstrecke, da müssen wir ja irgendwie rauskriegen, ja, wie schnell ist das? Die müssen wirklich rechnen. Nehmen wir mal an, das wären 10 Meter. Und ein Auto schafft das in einer Zeit von, meinetwegen, sagen wir, 0,4 Sekunden. Die Polizei hat also nur 0,4 Sekunden gemessen. Da hat sie ganz genaue Stoppuhren, Lichtschranken und so weiter. Das würde gehen. Das war auch früher so gemacht worden. Was dann? Dann sagt man, das macht nichts. Dann könnte man das zu Fuß ausrechnen, indem ich sage, V ist S durch T, die Formel bleibt, und ich rechne V ist gleich S, die Strecke, 10 Meter, geteilt durch 0,4 Sekunden. Naja, Meter pro Sekunde habe ich schon raus, aber 10 durch 0,4, das müsste ich natürlich ein bisschen errechnen. Hier geht es weiter. V ist dann 100 durch 4, ach so, 100 durch 4, ne? Wenn ich mit 10 erweitere, damit das Komma verschwindet, und 100 durch 4 ist 25, auch zufälligerweise wieder 25 Meter pro Sekunde. Jetzt sagt aber, jetzt nehmen wir mal an, die haben im Ort geblitzt und haben gesagt, sehr geehrter Kraftfahrer, Sie sind mit 25 Meter pro Sekunde durch den Ort gefahren. Sagt dann, naja, wenn Sie es mir richtig auf Deutsch sagen, ich kenne nur Kilometer pro Stunde. Was dann? Jetzt kommt wieder Bruchrechnung, deswegen bin ich so scharf darauf. Wie wandelt man um 25 Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde? Eigentlich einfach. Man schreibt die 25 wieder hin und man sagt, Meter zu Kilometer ist ein Tausendstel. Also schreibe ich hier die 1000 hin. Ein Tausendstel. So, die Sekunde ist ein 3600stel, also müsste ich hier noch einen Doppelbruchstrich machen. Ach du liebe Zeit. Aber ein alter Trick ist, durch ist mal. Hier, einmal geteilt, ich zeig's nochmal so. Einmal geteilt, hier, der große Bruchstrich, und nochmal geteilt, durch, Doppelbruch ist mal. Ich zeig mal, wie das geht. Das heißt also, die 3600, die schreiben wir hier oben drauf. Hier nochmal die Olle 1 von 1000stel mal 3600. Und dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt streiche ich mal hier Nullen weg. Ich weiß, es geht gerade die Staunerei los. Und jetzt muss ich sagen, 25 durch 10. Ach ja, das kann ich auch nochmal kürzen. Oder ich lasse mir das durch 10 übrig, aber vielleicht wird es ja leichter. Durch 10 ist 1, durch 10 ist 2,5. 2,5 mal 36. 2 mal 36 ist 72 und 0,5 mal 36 ist 18. 72 und 18 ist 90. Naja, dann hätte ich ja die Geschwindigkeit. Das entspricht also, oder ist genau,
90, das war eben nur pure Mathematik im Kopf, Kilometer pro Stunde. Das ist das Paradebeispiel. Wenn man sich das merkt, dass 25 Meter pro Sekunde 90 Kilometer pro Stunde ist, dann hat man eigentlich einen riesen Vorteil im Umrechnen. So, also Dinge, die man wissen muss, nochmal zur Zusammenfassung, habe ich gelb markiert, Geschwindigkeit, VSS durch T, die Einheiten und natürlich alles in kleinen Buchstaben. Typische Geschwindigkeiten sollte man wissen. Der Rest ist jetzt noch nicht so gefährlich, das war Illustration, ne? Nochmal zum Zeigen, zum Verdeutlichen. Auch diese Umrechnerei jetzt, das ist noch nicht so das Gefährliche. Aber das Gelbe sollte man eben wissen. Gut, hören wir an der Stelle auf mit dem Video.